Es gibt einige Oldschool-Decks in Clash Royale und in meinem Video schauen wir uns eines dieser Decks an. Und zwar handelt es sich bei diesem Deck um 2.6. 2.6 ist, glaube ich, mittlerweile schon 7 Jahre alt, das Deck. Und es wird immer noch sehr, sehr häufig gespielt. Und im heutigen Video schauen wir uns das Deck an, ob es noch im Jahr 2023 gut ist. Wir spielen es ohne Evo-Skelette. Ich hätte sie zwar, aber wir spielen sie jetzt einfach in dieser normalen Variante. Ich würde sagen, wir machen ein paar Spiele und dann am Ende des Videos gebe ich mein Fazit ab, wie das Deck momentan noch ist. Ich bin jetzt absolut kein 2.6 Pro, aber wir werden auf jeden Fall jetzt Liga damit spielen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir cutten nichts raus. Auch wenn wir verlieren, es bleibt alles im Video. Und wir gehen rein. Also ich bin echt kein 2.6 Pro, aber wir wollen es natürlich probieren. Ich spiele gleich hier gegen einen asiatischen Kollegen. Es ist sehr interessant. Was könnte es sein? Es könnte natürlich ein Mortar-Deck sein. Es ist tatsächlich ein Mortar-Deck. Ja, die Musketieren macht einen sehr guten Job. Defensive war ganz okay, würde ich sagen. So, wir kriegen hier auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Wir haben aber auch guten Schaden gemacht und Elixiermäßig sollte es ausgeglichen sein. Ich glaube, ich gehe sogar tatsächlich rein. Und dann schauen wir, was er jetzt macht. Okay, er hat die Rekruten. Ein sehr interessantes Deck vom Gegner. Und tatsächlich noch nie dagegen gespielt. Ich glaube, es ist kein Meta-Deck. Kann ich jetzt schon mal so viel dazu sagen. Ich spiele mal jetzt zum Feuerball-Deck. Der Feuerball ist ganz gut. Musketieren kriegt alles down. Hier noch sehr interessante Sperrkobolde. Ich glaube, wir gehen rein mit Schweinereiter. Er hat sehr viel Elixier verschwendet. Ersetzt den Mortar defensiv. Gut, die Musketieren hilft. Ich denke, es soll trotzdem ein oder zwei Hits vom Schweinereiter werden. Und er muss hier noch verteidigen. Schweinereiter kriegt sehr, sehr guten Schaden. Setzen wir jetzt einfach mal die Kanone defensiv. Und dann kann er eigentlich die Fähigkeit auch nicht aktivieren, weil die halt einfach nur Elixierverschwendung wäre. Ja, sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Matchups auch gar nicht so schlecht, tatsächlich. So, jetzt habt ihr natürlich die Rekruten. Wir können einfach mal. Ich würde sagen, wir spielen nicht den Log. Also unseren Log raus. Er spielt ein Feuerball, okay. Interessant. Setzen jetzt den nächsten Eisgolem. Und dann spielen wir hier mal einen Feuerball. Feuerball war okay. War jetzt nicht das Beste vom Besten, aber es war nicht schlecht. Kanone oben. Eisgolem defensiv. Den nächsten Feuerball. Ich hoffe, die trifft die hier. Okay, es trifft alles. Wir setzen jetzt unseren Schweinereiter. Jetzt unser Kampfholz. Ah, Kampfholz war nicht optimal, aber es reicht. Ich glaube, es reicht tatsächlich. Also Feuerball, Holz sollte reichen. So, Defensive ist solide. Erstes Spiel gewonnen. Gut, unser Matchup war eigentlich relativ solide. Okay. Okay, man sieht auch einfach, dass 2.6 auch immer noch eine sehr, sehr gute Defensive hat. Ich würde sagen, wir machen einfach mal 3 Spiele. Zum nächsten Spiel gegen Ramon und da setzen wir gleich auf unseren Schweinereiter. Das ist mal die Skelette defensiv. Wollen hier nichts riskieren. Ersetzt hier Kanone, okay. Könnte auch ein Schweinereiter-Deck sein. So, grundsätzlich muss ich direkt sagen, Schweinereiter-Decks mit Erdbeben kontern natürlich 2.6. Wir wissen jetzt nicht, es sieht nach Schweinereiter aus. Es ist wahrscheinlich Schweinereiter mit Riesenskelett und das hat Erdbeben. Das ist, ich glaube, das ist ein relativ krasser Hardcounter. Er macht die Fähigkeit. Ja, schauen wir mal, ob er den Lock predicted. Nö, macht er nicht. Okay, wir haben immer noch keinen Damage bekommen mit dem Schweinereiter am Turm. Interessant, ich habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, wie er es verteidigt hat. Ich kann jetzt einfach mal Lock spielen. Wir gehen auf der anderen Seite rein, spielen Feuerball auf die Kanone. Kriegen wahrscheinlich hier ein bisschen Schaden, ja. Gut, Eisgolem sollte es wegtanken. Okay, er spielt die Schweine.
Er hat wahrscheinlich Erdbeben. Okay, er kriegt ein bisschen Schaden. Ja. Es ist okay. Er hat einen Hardcounter, muss man halt einfach mal fairerweise sagen. Beziehungsweise, weiß jetzt nicht, ob das genau ein Hardcounter ist, weil wir halt relativ gute Antwort haben, auch gegen seine Königsschweinchen. Aber wir haben halt relativ wenig gegen die Queen. Schau einfach die Musketierin. Und dann setzen wir so. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Gibt uns natürlich gut Feuerball-Value. Weil wir die Queen auch gleichzeitig treffen. Jetzt einfach die Kanone spielen. Ich würde sagen, wir spielen auch hier die Musketierin. Kriegen ein bisschen Schaden. Okay, war nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht krass, muss man ehrlich sagen. So, setzen wir den Schweinereiter. Wahrscheinlich kommt die nächste Kanone. Ja, gut. War jetzt leider verschwendet, aber es ist okay. Wir setzen jetzt einfach die Kanone wieder. Eisgeist. Wir kriegen es relativ gut verteidigt, aber er kriegt halt immer Schaden. Das ist halt das, was ich eben meine. Setz mal die Musketiere jetzt so. Jetzt können wir loggen. Ich hoffe, wir kriegen guten Schaden. Wir kriegen gar keinen Schaden. Können wir jetzt Feuerball auf die Queen schmeißen. Bringt halt nichts. Jetzt kann er reingehen und dann haben wir verloren. Ja gut, wie gesagt, ich bin kein 2.6 Pro. Ich glaube, 2.6 Pros würden dieses Matchup auch easy gewinnen. Muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Er spielt einfach seine Evo-Skelette an der Brücke. Alles klar. So, wir gehen hier rein, aber es wird nichts bringen. Wir kriegen halt auch nie Schaden. Ist egal, ich lasse es durchlaufen. Ich habe keine Chance. Ist für mich absolut nicht machbar gerade, das Matchup. Lassen wir sein. Ist okay, kann man nichts machen. Ich glaube, er hat sogar Matchup. Ich glaube, er hat sogar Matchup. Also Erdbeben kontert halt immer die Kanone, also... Und Feuerball müssen wir auch offensiv einsetzen, weil wir sonst nie durchkommen. Wir gehen rein. Wir machen noch ein letztes Spiel. Hoffen wir einfach mal, dass wir ein besseres Matchup bekommen. So. Gehen rein. Schauen wir mal, was er diesmal macht. Feuerwerkerin. Naja, freeze das... Das ist doch nicht zu fassen, oder? Freeze Rage. Okay, okay. Das ist okay. Er ist schlecht. Er ist einfach scheiße. Das sieht man halt einfach daran, dass er schon Freeze und Rage spielt mit Elite Barbaren. Das sollte in Ordnung gehen, das Matchup. Ich habe halt den Ice Golem auch gefettfingert. Wir haben auf jeden Fall hier den Ice Golem gefettfingert. Das ist okay. Shoot Sparky. Okay. Gut, ich wollte eigentlich die Elite-Barbaren auf die andere Seite mit dem Eisgolem kiten, aber es hat nicht funktioniert. Schön, Eisgolem. Naja, war eine schlechte Offensive von ihm, muss man ehrlich sagen. Also, der Typ ist halt echt nicht gut. Also, er spielt sie halt wirklich noch. Und diesmal hat er, glaube ich, keinen Freeze. Ja, easy Defense. Mit Freeze hat er mich nicht ein bisschen überrumpelt. Geh rein mit dem Schweinereiter. Ich glaube, er hat kein Elixier für Sparky. Wobei, jetzt gleich hat er wahrscheinlich Elixier. Aber es bringt ihn halt nichts. Musketierin geht nicht down. Und wir kriegen seinen Turm. Er zappt das. Ich weiß nicht, was der Gegner macht. Der Gegner ist komplett lost. Ich spiele einfach mal die Kanone. Wir wollen einfach ein bisschen Karten cyclen. Wir gehen Musketieren auf die linke Seite. Wir können so einfach, weil wir lustig sind, Feuerball spielen. Weil unser Cycle sowieso schnell ist. Und deswegen spielen wir das jetzt auch einfach mal so. Defensive ist da.
Defensive ist nicht gut, aber Defensive ist da. Ich will jetzt hier Eisgolem, dann ist mir hier unseren. Bitte Freeze, bitte mach keine Faxen. Okay, ich glaube, wir haben gewonnen. Ne, wir haben nicht gewonnen. Es ist so nervig, das kannst du jemandem erzählen, einfach. Er hat einen sehr, sehr schnellen Cycle. Ja, jetzt macht. Ich gehe auf Free Crown. Was willst du dagegen machen? Ich kann halt nichts auf die linke Seite setzen. Dazu hier jetzt mal Feuerball. Ja, Defensive war ganz gut, aber wir kriegen halt sehr viel Schaden und er kann gleich seine E-Bubs einfach an der Brücke spielen. Ja gut, es sieht nicht gut aus, Leute, ich habe einfach reingestrobelt. Fairerweise, ich habe es nicht gut gespielt, wir setzen jetzt einfach Schweinereiter ein. Ja, jetzt setzt er, ach, er macht es einfach, er ist so ein No-Skill, der Typ. Egal, wir haben verloren. Ich habe reingeschissen, bin ich ehrlich. Wenn ich das besser beherrsche, das Deck, gewinne ich das Matchup. Aber Fazit, 2.6, meiner Meinung nach, ich bin auch ehrlich, ich spiele auch sehr oft dagegen. Ich finde 2.6 mittlerweile einfach nicht mehr gut. Es ist halt einfach outdated. Natürlich, wenn ich das, okay, ich muss ehrlich sagen, man kann es besser spielen gegen die beiden Decks. Aber das zweite Deck war für mich, meiner Meinung nach, persönlich ein sehr, sehr krasses Matchup, also vom Feeling her kann ich das Gefühl, glaube ich, gar nicht gewinnen, wenn der Gegner es perfekt spielt. Und das hier ist halt einfach ein räudiges Deck. Was willst du dagegen machen? Man hat tatsächlich, ehrlich gesagt, nichts gegen... Ich glaube, das ist sogar auch ein Hard-Counter. Ich habe zwar nicht gut gespielt, aber es ist auch ein Hard-Counter. Wie gesagt, ich bin kein Pro. Ich bin auch absolut kein Pro mit 2.6. Aber die letzten zwei Matchups habe ich gefühlt, weiß ich nicht, kaum eine Chance. Er hat auch einen Freeze gegen... Was soll ich gegen seinen Freeze machen? Mit seinem Riesen-Push. Am Ende, was konnte ich dagegen machen? Ice Golem stirbt immer direkt gegen Sparky. Er hat einen Rage. Also für mich persönlich... Das letzte Spiel hätte ich besser spielen können. Aber ist auch für mich persönlich ein Hard-Counter. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen gefallen. Und falls ihr ein anderes Oldschool-Deck sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, welches Deck als nächstes. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Ciao.